Huch zu, es Kasperl. Ich bin niemals mit einer Beschwerde zu einem Chef, einer Chefin, der Personalabteilung oder so ähnlich gegangen. Das heißt, auch hier hat die Lena recht, aber auch nicht wirklich. Lena Schilling erzählt daraufhin zwei Mitarbeitern des Mediums von dem Chat. Und diese Mitarbeiter sind dann zu den Vorgesetzten gegangen. Die beiden Mitarbeiter informieren daraufhin ihre Abteilungsleitung. Und da ist es halt so, wo man denkt so, das gibt's doch nicht. Man, jetzt voll, musst du ein Video machen, dass das Ganze vorbei ist. Also reden wir drüber. Und für mich startet das jetzt wieder von vorne und... In Wahrheit kreuz mich nimmer bei den Leuten da draußen, das Klima. Herzlich willkommen zu Alles Gute Österreich. Wir sind die Jungs von Nullpunkt. Ich wollte eigentlich nicht über diese Frau reden und jetzt sitzt sie da. Und wir schauen uns heute wieder die brandheißen News an. Das ist die Geschichte. Okay. Grüße. Guten Tag. Das ist eine gute Geschichte, oder? Ganz eine tolle Geschichte, ja. Heute geht's um die gute alte junge Lena von den Grünen und ihrem EU-Wahlkampf oder eigentlich nicht. Um Gottes Willen, jetzt wird's peinlich. Weil sie hat nämlich jetzt irgendwie die letzten Wochen einiges an, ich sage mal, negativer Publicity gekriegt. Und jetzt ist jetzt wieder ein Video rausgekommen, wo ich gedacht habe, es ist alles vorbei. Und nein, es ist nicht alles vorbei. Und deswegen reden wir heute über die Lena im Alles Gute Österreich. Ich bin nicht perfekt. Ich mache Fehler und ich mag daraus lernen. Es hat ja schon zwei Pressekonferenzen gegeben. Wenn es nicht drei waren. Und das taugt offensichtlich einigen, vielleicht sogar vielen. Der Überblick ist schwer zu dingseln, gell? Weil es hat die komische gegeben. Wenn der X von der Y gehört hat, dass die Z, dann aber, wenn der A am Weg zum B irgendwo den Plan verloren hat und es alles sich vernebelt, dann frage ich mich schon, ob am Schluss dann das lateinische Alphabet genug Buchstaben hat für diese Vorgänge. Und es hat die Plakatpräsentation gegeben, wo auch nochmal was gesagt worden ist. Wo du dann echt denkst, was ist denn? Ich habe an einer Stelle die falschen Worte gewählt und damit wohl viele Menschen verärgert. Das war mindestens unpassend, unsensibel, unelegant und im Ergebnis unintelligent. Und dafür möchte ich mich auch entschuldigen. Das war nicht schlau und das gehört sich nicht. Und jetzt hat sie noch ein Video gemacht, das hätten sie halt mit einer Pressekonferenz richten können, in dem sie sagt, ja, sie hat Fehler gemacht, sie bittet um Entschuldigung. Das ist die Geschichte. Okay. Das ist eine gute Geschichte, oder? Ganz eine tolle Geschichte, ja. Naja, sie hat jetzt eben auf ihrem Instagram-Kanal ein längeres Video gemacht, wo sie, ich sage mal so, ihre Sicht der Dinge erzählt hat und nachdem wir in den letzten Wochen viel gehört haben. Hören wir uns das jetzt auch noch an und dann ist hoffentlich vorbei mit der Lena. Also zumindest mit diesem Thema, gell? Um Gottes Willen, jetzt wird's peinlich. Bevor wir uns jetzt mit dem Thema der Woche beschäftigen, dürfen, wollen und sollten wir uns bei unserer Community bedanken, die uns wieder unterstützt hat, damit wir diese Sendungen machen können. Wir sagen Danke der Irena G. Sie hat uns geschrieben Danke und bitte wünscht meiner Mama, die euch liebt, alles Gute zum Geburtstag am 15.05. Sie schaut jede Folge. Ihr Name ist Gordana B. Jetzt haben wir das ein bisschen später gekriegt als gedacht, aber trotzdem, liebe Gordana, von uns zwei alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Gordana. Happy Birthday to you. Alles. Haben wir auch selten gemacht, gell? Noch nie, glaube ich, oder? Gesungen haben wir noch nie. Heute schon, aber eine Woche zu spät. Alles Gute! Danke auch an die Andrea D. Sie hat uns geschrieben, Spende fürs Universum von L und T. Das sind wir zwei. Herzlichen Dank, Andrea. Danke auch an den Konstantin P. Er hat uns geschrieben, wenn einer von euch Michael Knight ist, ist der andere Bonnie, Devon oder Kit? Michael Knight. Einer. Ja. Grundsätzlich weiß ich nicht, wer Bonnie und Devon ist, weil ich wahrscheinlich zu jung bin für den Plätzchen. Aber Michael Knight und Kit ist mal ein Begriff. Bonnie ist die Technikerin. Ja. Und der Devon ist der Chef quasi. Der Alte. Der Grauhäuge. Aha. Nicht. Weiß ich nicht. Können wir uns jetzt aussuchen, wer der Michael Knight ist? Ich fühle mich da jetzt mehr als Auto, als Lederjacken. Eher, du hast eine Lederjacken, ich nicht. Ist sich eher die als Bonnie. Okay. Weil die Technikerin.
Das schaut, dass da technisch alles funktioniert, was? Baut neue Gadgets ein, in Kit und so. Das klingt schon viel besser. Wir werden uns das vielleicht in die Kommentare ausmachen, wer ist. Bitte gebt eure Tipps ab, wer ist der Michael, die Bonnie, der Devin oder der Kit. Ich bin übrigens der Lukas, das ist übrigens der Thomas. Also bitte die Kombinationen in den Kommentaren, gell? Danke, lieber Konstantin. Danke auch an die Dr. Konstanze W. und den Dr. Bernhard W. Sie haben uns geschrieben, Fake ORF, oh my God. Ja, du, danke. Ja, der ORF halt, gell? Jedenfalls alles, wo man vom Fremdschämen Gänsehaut kriegt. Danke auch an die Karin A. Sie hat uns geschrieben für meine Ehrengäste. Danke, liebe Karin und danke, lieber Walter. Ihr wisst, wer ihr seid. Herzlichen Dank nochmal für den wunderbaren Abend. Es war sehr schön. War sehr schön. Dosenbier saufen. Danke auch an die Margot U. Sie hat uns geschrieben, unverhandelbar ist die Menschenwürde. Danke. Ja, ist unverhandelbar. Ja, das stimmt. Danke, liebe Margot. Sollten wir mal weiter sagen, gell? Ja. Ich weiß es nicht. Das ist ein Gerücht, das kann man weiter erzählen. Sag ich mal so. Also reden wir drüber. Danke an die Christine K., die uns geschrieben hat, damit es weitergeht. Die auch die Namensgeberin ist für unsere YouTube-Mitgliedschaft, die gute alte Christine. Danke schön. Dankeschön. Danke auch an die Ute G., die uns geschrieben hat, pro Aufklärungsbeitrag 0.smiley, die ich witzigerweise am Wochenende beim Wandern getroffen habe. Hast du mal Zeit, ja. Liebe Ute? Nirgendwo nämlich. Genau. Ja, schön. Im Nirgendwo. Naja. Danke, liebe Ute. Danke, lieber Sepp. Danke auch an die Daniela R. Sie hat uns geschrieben, Spende für wichtige Arbeit. Dankeschön. Danke. Danke. Danke auch an die Andrea E. Sie hat uns geschrieben, Spende, Schmerzensgeld, Klammer zu, Doppelpunkt, Klammer zu. Aua. Ah. Da ist bei den Klammern was falsch gelaufen, aber ich sage einmal so, ich bin da noch tolerant. Wieso ist das falsch gelaufen? Das ist ja ihr Klammer. Stimmt, das ist vielleicht ihr Klammer. Was so? So. Herzlichen Dank, liebe Andrea. Und auch danke an den Thomas P. und die Nathalie S-P. Bachelor. Sie haben uns geschrieben, viele Themen reingebracht im neuen Song. Ich hab's gemacht. Ich hoffe, euch gefällt der Text. Vielleicht gibt's wieder was demnächst. Doppelpunkt, Klammer zu Doppelpunkt. Liebe Grüße, Tom. Danke für die Spende und danke für den Song. Letztes Jahr gedacht, er singt ein bisschen wenig. Lieber Tom, wieder ein bisschen mehr im Auto singen. Ich muss sagen, es hat mir gefallen. Immer. Und für dieses wunderbare Gedicht eigentlich. Auch. Schauen wir uns an. Alles Gute, lieber Tom. Eine echt verrückte Zeit und ich möchte was wagen, hier ein paar dieser Dinge zu sagen. Ein Zeitdokument, falls wir es mal brauchen. Schaut's bei ihm am Kanal. Ich habe dann nämlich das Thema her gehabt, AstraZeneca. Genau. Habe ich mit reingeschnitten. Ja, das stimmt. Herzlichen Dank, lieber Thomas. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Falls ihr uns unterstützen wollt, ich blende euch ein, wo das geht und wie das geht. Ihr könnt uns aber auch unterstützen mit einem Abonnement, das gratis ist, einem Like oder einem Kommentar, in dem ihr uns sagt, was ihr über diese ganze Sache denkt. Ihr könnt es aber auch weiterschicken an jemanden, der uns noch nicht kennt und kennenlernen will. Oder ihr schaut an unsere Beschreibung hinein. Da ist ein Merchandise-Link, da könnt ihr euch was kaufen. Oder, und das ist neu, ihr werdet Kanalmitglied oder Mitgliedin und unterstützt uns mit einem Unkostenbeitrag von 4,99. Da gibt es ein bisschen was dann dazu. Schaut es euch an. Alles Gute. Ich brauche mehr Details. Und somit kommen wir zur Lena Schilling. Mit einem neuen Domberg wollte ich wieder nach vorn. Stattdessen habe ich jetzt einen ganzen Berg zum Touren. Die Schilling, Lena. Und es wird immer noch schlimmer, in der Presselandschaft steigt das Klima. Die gute, alte, neue Grüne. Klima, 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 Klima. Die beim EU-Wahlkampf sich für die Grünen aufgestellt hat oder wurde. Jetzt haben wir einen Scherben auf, das reparierst nicht mit einem Seidel. Da ist jetzt in den letzten Wochen viel erzählt worden, viel gesagt worden und wir haben auch viel gehört. Da reicht's ja nicht zum Sorgen, erst der Kiki ist. Und sie hat jetzt quasi als Abschluss nochmal ein Video gemacht, wo sie sich erklärt und da ist so viel drinnen, dass wir uns gedacht haben, jetzt schauen wir uns das nochmal an, aber dann lassen wir das mit der Lena. Was? In Wahrheit gefreut's mich nimmer bei den Leuten da draußen, kocht das Klima. Ja, also es kommt noch was, gell, wer weiß. Könnte. Die Wahl ist ja auch bald, gell, also viel kann da eh nicht mehr kommen. Neue Vorwürfe gegen EU-Spitzenkandidatin. Lena Schilling im Chat.
habe niemanden so sehr gehasst wie die Grünen. Aus. Ich finde jetzt lustig, dass sie da auf ihrem Social Media ein Video hochgeladen hat. Und da muss ich auch gleich mal dazu sagen, das finde ich feig. Warum? Ja, weil sie sich nicht der Presse stellt. Da ist jetzt kein Pressevertreter dabei, der ihre Fragen stellen kann nach einer Pressekonferenz. Sie sprechen von Gerüchten und einer Kampagne. Tatsächlich ist es so, dass der Standard zwar sehr vorsichtig formuliert hat, aber natürlich jeden Beistrich und Halbsatz dieser Vorwürfe belegen kann. Mit Dokumenten, mit Chats, mit eidesstattlichen wie auch schriftlichen Erklärungen. Guter Punkt, weil sie nämlich nicht nur die Fragen selbst wählt, sondern auch die Antworten. Wir können in jedem Punkt den Wahrheitsbeweis antreten. Ich frage mich deshalb erstens, was, Frau Schilling, ist an unserem Bericht aus Ihrer Sicht nicht korrekt? Und diese Fragen und diese Antworten und diese Vorwürfe, sagen wir mal so, die sind so aufgebaut, dass sie halt besser dasteht, als sie vielleicht wahrscheinlich dasteht. Wer weiß das schon so genau? Mhm. Sehr vorsichtig. Aber sie ist auf jeden Fall nicht jetzt gekommen, so wie sie sagt, so red mal drüber, sondern ich rede jetzt drüber. Du, es ist ja in den Kommentaren unter diesem Video, steht ja sehr viel, es ist authentisch und danke, dass du das Video gemacht hast und so, gell? Und ich meine, ich möchte ihre da nicht neu treten, aber ich finde das nicht authentisch. Ihr seid ja sehr vorsichtig. Es ist so gekünstelt und ich frage mich, hat sie sich das selber ausgesucht? Ja? Hat sie das selber geschrieben? Oder ist ihr das neu gelegt worden? Ich weiß es nicht. Wir schauen uns jetzt auf jeden Fall mal an und entscheiden dann. Also reden wir drüber. Die erste Sache. Der Vergleich, der kursiert, den ich unterschrieben habe. Worum geht's? Ich habe mir Sorgen um meine Freundin gemacht und habe das damals mit meinem engsten Umfeld besprochen. Ich glaube, eigentlich ist das auch recht normal. So bin ich erzogen worden und das finde ich eigentlich auch wichtig. Ich weiß aber, dass ich damit jemanden gekränkt habe. Und das tut mir sehr leid, weil ich wollte nie, dass es weitererzählt wird und in der Öffentlichkeit diskutiert ist. Das ist auch der Grund, warum ich den Vergleich dann unterschrieben habe. Um schwarz auf weiß klarzustellen, ich wollte nie, dass sowas in der Art in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Und daran wird sich auch nichts ändern. Dass das jetzt aber in der Öffentlichkeit getragen wurde und dort gelandet ist, kann ich nur schwer verstehen. Also ganz kurz gleich am Anfang. Erstens mal spricht sie von einem Vergleich, wo sie nicht glaubt, dass es einer ist, weil es ist eine Unterlassungserklärung, dass sie nicht mehr dieses Gerücht verbreitet, dass sie mutmaßlich verbreitet hat. Da gab es ja auch ein schriftliches Dokument, diesen prätorischen Vergleich, den es quasi schwarz auf weiß zu lesen gab. Mhm. Und da steht nicht drin, dass sie ihr irgendwas, dass es nicht kursieren soll, sondern da steht drinnen, dass sie das nicht mehr behaupten darf, was sie dort behauptet hat. Genau, ja. Das ist sie, mal Punkt 1. Sie tut das so, als hätte sie mit ihrer Unterschrift ermöglicht, dass dieses Gerücht nicht in die Öffentlichkeit getragen wird. Um schwarz auf weiß klarzustellen, ich wollte nie, dass sowas in der Art in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Genau, ja. Das ist schon mal falsch. Also das ist mal das der erste Satz. Und das zweite ist, sie hat auch hier jetzt nicht wirklich dementiert oder klargestellt, ob das, was gesagt wurde, stimmt oder nicht. Sondern sie hat nur gesagt, sie hat das unterschrieben, quasi, damit das nicht in die Medien kommt, was aber auch nicht stimmt, sondern das ist einfach, sie darf es nicht mehr sagen. Ja? Mhm. Das ist mal Punkt 1. Das steht aber auch nicht drinnen. Also reden wir drüber. Ja, es ist sehr, sehr verwirrend. Das ist aber nur jetzt der erste Punkt. Das verstehe ich nicht. Und was sie halt jetzt macht, was übrigens derjenigen Person, die das betrifft, also die Frau Born-Mähner, glaube ich, kann man mittlerweile jetzt einfach sagen, der war zum Beispiel ganz wichtig, dass sie nimmer wiederholt, dass sie sich Sorgen macht und deswegen das bespricht. Ich habe mir Sorgen um meine Freundin gemacht und habe das damals mit meinem engsten Umfeld besprochen. Weil das impliziert, dass das stimmt. Ja. Jetzt als Außenstehender, der all diese Hintergründe nicht kennt, der hört sowas und der denkt sich, da muss was dran sein. Und das ist das wäre eigentlich das große Problem gewesen. Das ist jetzt auch der Grund für die Klage, glaube ich auch. Das ist genau. Das bedeutet aber, dass diese Causa schlussendlich doch noch vor Gericht verhandelt werden könnte. Ja. Die zwar, also der Sebastian Born-Mähner und seine Frau, die Veronika, die wollten eigentlich nur, dass sie damit aufhört, dass sie sagt, sie macht sich Sorgen um irgendwen. Aber was wir wirklich wollen, ist, dass die Lena Schilling aufhört zu sagen, sie hätte das aus Sorge gemacht, sondern dass sie einfach so anständig ist, zuzugeben, was Tatsache ist, nämlich, dass sie das frei erfunden hat und dass sie das verbreitet hat. Weil das impliziert, dass da jemand gesagt hat, dass da jemand seine Frau schlägt. Ja. Ja. Das sollte sie nicht mehr machen. Was sie mit dem Video
nicht geschafft hat. Sag einmal so. Nicht wirklich. Und der Barmener hat er gesagt, wenn sie sich wirklich Sorgen gemacht hätte, wäre sie zu ihrer Freundin gegangen. Also zur Frau Barmener, was sie nie gemacht hat. Das also, wie macht man sich Sorgen, indem man Gerüchte in die Welt setzt, dass man sich nicht Sorgen machen? Sehr vorsichtig. Das ist eben der Punkt, weißt du? Da passt eben vieles nicht zusammen. Und das Spannende auch bei diesem Fall ist, da wäre es ja eigentlich nur darum gegangen, dass sie das nicht mehr weitererzählt und damit auch was unterschreibt, damit sie das nicht mehr weitererzählt. Und dann ist es plötzlich beim Standard gelandet, die ganze Niederschrift von wem auch immer, und kommt jetzt in die Medien und es ist was passiert, was sie eigentlich überhaupt nicht wollte, und das ist halt in die Medien passiert. Ich glaube, in Wahrheit hilft das niemandem. Der erste Teil ist schon mal grundlegend ein schwieriger. Weil sie hätte es auch hier sagen können und dann wäre die Sache erledigt gewesen. Das hat eh nicht gestimmt, das haben wir nur ausgedacht. Aber mit ich habe mir das nur ausgedacht, bist du natürlich als Politikerin in dem Fall weg vom Fenster. Deswegen hat sie es wahrscheinlich auch nicht gesagt. Vielleicht ist man weg vom Fenster. Was? Politiker führen sich so auf, dass ich mir denke, du, was in den letzten paar Jahren da passiert ist, ja, bei uns in Österreich, manche sind immer noch im Amt. Hey. Das geht nicht. Schauen wir mal weiter, was als nächstes kommt. Die zweite Sache ist eigentlich recht schnell erklärt. Stichwort: der Rücktritt eines Abgeordneten. Da wurde behauptet, ein Abgeordneter musste wegen Belästigungsvorwürfen von mir zurücktreten. Und das ist faktisch falsch. Er ist handgreiflich gegenüber einem anderen Mann geworden und hat deshalb dann sein Amt zurückgelegt. Ich finde auch, er hat damit eigentlich gezeigt, dass er Verantwortung übernimmt, und damit könnte es auch gut sein. Warum das jetzt wieder aufgewärmt wird, verstehe ich nicht. Und hier auch, das, was sie da sagt, stimmt mutmaßlich. Sag jetzt mal so. Weil sie sagt, dass jemand zurückgetreten ist, weil sie gesagt hat, sie ist belästigt worden. Und das sagen alle, also jetzt der Standard und sie und wie auch immer, alle Beteiligten sagen, dass das nicht stimmt, weil es ja tatsächlich nicht stimmt. Ist so. Weil es ja laut dem Standard-Podcast, ich blende es euch ein, beziehungsweise tue es euch in die Beschreibung ein, laut Standard-Podcast war es so, sie hat jemanden von den Grünen eingeladen zu einer Veranstaltung, so auf die Art, kommt vorbei. Dann hat sie mutmaßlich ihn geghostet, wie die Jugendlichen sagen, also ignoriert. Cringe. Dann ist er ein bisschen wütend worden und wollte sie dann fragen, warum sie ihm aus dem Weg geht. Und anscheinend ist bei diesem Gespräch jemand dazwischen gegangen, mutmaßlich ein Journalist, und ist dann von diesem grünen Abgeordneten an der Gurgel gepackt worden und gegen die Wand gedrückt worden. So. Und sind dort verprügelt worden dafür. Das heißt, das, was sie sagt, stimmt. Naja, du, ist in dem Fall. Aber die Wahrheit ist so nicht. Naja. Ein Schelm ist, wer was Böses denkt. Ich frage mich da eher, was ist bei den Grünen los? Ja, generell, was ist mit den Abgeordneten los? Wo haben sie die da getroffen? Was war das für eine Veranstaltung? Was machen die für Partys, dass mit den anderen an die Gurgel geht? Da hätte ich eher andere Parteien im Kopf, wenn es heißt, da gibt es Schlägereien auf einer Wahlveranstaltung. Los, die Herren! So. Oder auf einer Party, gell? Keine Ahnung. Aber Sie werden sich ja nicht zur Sozialdemokratie rechnen, oder? Ja, logisch. Hallo, der Papi gehört dazu. Ne? Man, Entschuldige, wie alt ist sie? Und der ist auf Partys, wo man sich gegenseitig wirkt? Geht sicher. Man, der ist eh zurücktreten, gell? Naja, das Ding ist, er ist halt zurücktreten, aber halt auch wirklich nur aus dem heraus, dass man halt einfach gesagt hat, er wollte mit ihr reden, es ist wieder dazwischengegangen und er hat das jetzt mal so, er hat die Situation mutmaßlich falsch gelöst, sagen wir mal so. Clemens Stammler hat damals eine persönliche Stellungnahme abgegeben, in der er sich für sein Fehlverhalten entschuldigt und die Konsequenzen getragen hat. Er ist im alkoholisierten Zustand handgreiflich geworden und hat dabei einen Journalisten verletzt. Ja, ich meine, Gewalt ist keine Lösung, möchte ich da jetzt einmal klar dazu sagen. Gell? Ist auch keine grüne Lösung übrigens. Wie bereits damals kommuniziert und berichtet, war das der Grund für seinen Rücktritt. Aber da auch gilt die Unschuldsvermutung, gell? Hetze mit Herz, Herz mit wie auch immer. Ich weiß es nicht. Aber gut, was mir halt wichtig ist, ist das, was sie sagt in ihrem Video, stimmt, weil sie halt ihre Wahrheit erzählt, die halt mit den Sachen, die halt andere Leute sagen, wie zum Beispiel der Standard, eh nicht zusammenpasst. Es passt nicht. Mich wundert aber trotzdem, weil sie fängt da fast jedes Gerücht so an, es wurde behauptet. Ja? Mhm. Da wurde behauptet. Und da muss man schon dazu sagen, naja, das hat der Standard geschrieben. Ja. Ja, also sie tut jetzt so, es wird irgendwer hinter ihrem Rücken falsche Sachen
herumerzählen. Das, was ihr eigentlich vorgeworfen wird. Ja? Nein, das waren Journalisten. Tatsächlich ist es so, dass der Standard zwar sehr vorsichtig formuliert hat, aber natürlich jeden Beistrich und Halbsatz dieser Vorwürfe belegen kann. Das ist ein Unterschied. Das ist ja das, was im Ehrenamtsschädel geflogen ist, wie ein anonymes Gemurks und Gepurze gesagt hat. Ja? Du reagierst auch auf das, was ist, und nicht unbedingt, wie ich vorher schon gesagt habe, auf jedes Gefurze. Ja. Sie sagt doch quasi, ähnlich, hat nur andere Wörter dafür. Ja, es wurde behauptet. Wenn der X von der Y gehört hat, dass die Z... Also reden wir drüber. Nein, es ist ja nur viel schlimmer. Sie erzählt einfach jetzt eine andere Geschichte, die sie dann als falsch behaupten kann. Weißt? Ja, das ist gut. Also sie hat, dazu, ja. sie ist jetzt eigentlich Teil des Gemurkses und des Gefurzes. Ja. Kann sie. Ja, und noch was. Sie hat da was in der Nase, glaube ich. Hören wir genau hin. In ihrem linken Nasenloch. Das hat ja auch keiner gesagt. Gute Freunde sagen das. Und darum möchte ich an dieser Stelle heute vor allem eines sagen. Liebe Lena, du bist eine großartige junge Frau. Ich habe den allergrößten Respekt vor dir. Du bist unsere Spitzenkandidatin. Du bist genau die richtige Spitzenkandidatin, genau für diesen Wahlkampf, für den Klimaschutz, gegen rechte Hetze. Und dafür werden wir in den nächsten Tagen und in den kommenden Wochen kämpfen, und zwar Seite an Seite. Das ist nur Ihrer Meinung. Drittens, und jetzt wird es nur noch absurd, es gibt den Vorwurf, ich hätte Sigi Maurer Belästigung unterstellt. Sorry, aber ich weiß nicht, woher es kommt. Ich habe sowas nicht gesagt. Die Sigi ist eine gute Freundin von mir. Okay. Dass die alle Freunde sein müssen. Also erstens einmal, ich glaube auch, dass das, also ich glaube, dass das mal grundsätzlich nicht stimmt. Das sind maximal Parteifreunde, ja. Aber ich weiß nicht, ob man jetzt nur, weil man da jetzt in derselben Partei ist, dann Freunde wird. Wie bereits gesagt, wir werden zu den vielen kursierenden Gerüchten nicht noch weitere Gerüchte hinzufügen. Na, wenn wir ein bisschen menschlich wirken, schau, wie sie schaut, ist eine gute Freundin von mir. Aber ihr seid Politiker, ihr habt keine Freund. Glaube ich kein Wort. Auch hier gilt die Unschuldsvermutung. Vielen Dank. Wer weiß das schon so genau? Ich weiß es nicht. Das war ja das, wo wir in einem Live-Format schon mal darauf eingegangen sind, dass da einen Artikel gegeben hat, der dann plötzlich wieder weg war. Da jetzt nochmal ganz kurz kleines Nachhilfeprogramm, Nullpunkt zum Anfassen sozusagen. Auf archiv.is kann man Sachen anschauen, die nicht mehr online sind. Warum, ist auch die Frage, aber ja. Beziehungsweise kann man die Paywall für gewisse Anbieter umgehen. Ein Schelm ist, wer was Böses denkt. Ich möchte ja gern wissen, wie die Verbindung zwischen Standard und der Grünen Partei ist. Naja, da ist natürlich auch jetzt die Frage, weil was sie nämlich beim Standard geändert hat, grundlegend, und da können wir jetzt auch ein bisschen in die Verschwörungstheorie hineinstürzen, wenn wir wollen. Die haben jetzt einen neuen Chefredakteur, der da auch sehr interessiert war an dieser Recherche, und der war früher bei den Vorarlberger Nachrichten. Ne, die Frage ist das der höchstpersönliche Lebensbereich? Ob das Teil dieser Sache ist, weiß ich nicht. Es ist unserer Ansicht nach nicht der höchstpersönliche Lebensbereich, wenn der Hauptvorwurf einer erfundenen sexuellen Belästigung bisher nirgends berichtet ist. Darum ging es uns. Aber wenn man sich anschaut, was sie geändert hat, das hat sie auf jeden Fall geändert. Das ist eine Recherche, die war aufwendig und die hätten wir aber auch über jeden anderen Kandidaten, jedes Alters und jedes Geschlechts und jeder anderen Parteifarbe auch gemacht. Möglicherweise, gell? Schauen wir mal, was viertens ist. Viertens, und das ist mir auch wichtig, ich habe mich dafür entschuldigt, dass ich sicher schon mal in der Vergangenheit ein Gerücht, das mir wer erzählt hat, weiter verbreitet habe. Das habe ich so wie ganz viele andere Menschen wahrscheinlich auch, aber es macht es nicht gescheiter. Was ich sicher niemals wollte, ist irgendjemanden zu kränken. Das ist jetzt die menschliche Komponente, weißt? Ich habe mich eh schon dafür entschuldigt, dass ich ein bisschen ein Ratschen bin und dass das, was ich weitererzähle, vielleicht nicht hundertprozentig vom Faktencheck geprüft worden ist. Ja, was sage ich? Entschuldigung. Entschuldigung heißt, ich bitte um Entschuldigung. Ja. Es tut mir leid. Ja? Ich weiß nicht, habe Konsequenzen daraus gezogen. Ja? Keine Ahnung. Aber zu sagen, ich habe mich eh entschuldigt, ist keine Entschuldigung. Das habe ich so wie ganz viele andere Menschen wahrscheinlich auch, aber es macht es nicht gescheiter. Das ist einmal sowieso nicht. Aber das Zweite ist, es geht da ja auch teilweise, was man so aus diesen anderen Medien so mitkriegt, geht es halt darum, dass sie gesagt hat, der hat was mit dem gehabt, aber da ist halt aus Menschen aus Parteien gegangen und aus Menschen aus Medien gegangen, was grundsätzlich jetzt keine kleine Kiste ist.
Sagen wir mal so. Und wenn so viele Vorwürfe zusammenkommen, die alle demselben Muster ähneln, dann stellt sich natürlich schon die Frage, wie vertrauenswürdig ist eine Kandidatin, die wiederholt Gerüchte über Affären oder sogar angebliche Gewalt in der Beziehung von anderen in die Welt setzt. Das weiter zu erzählen ist so... Es sind Anschuldigungen, was? Das ist ja, weiß ich nicht. Gell? Kommt drauf an, nämlich was der weiter erzählt wird. Aber wenn das persönliche Anschuldigungen sind, ist das schon sehr, sehr schwerwiegend, finde ich. Und außerdem da auch, welche Kreise sind das? Das ist die Wiener politische Journalistenbubble, sozusagen. Wir haben uns dafür entschieden, über diesen Vergleich nicht zu berichten. Ja, oder bei den Grünen, ich weiß es ja nicht, aber ich habe mich eh entschuldigt, dass ich was erzählt habe, was mir erzählt worden ist. Ja, wer hat es dann erzählt? Wer ist das? Was ist da? Was passiert da? Aber sie redet ja jetzt mit uns. Sie will ja jetzt drüber reden. Das sind Menschen, die sich um den Bürger kümmern sollten, um die Bevölkerung, ja? Ich meine, die Grünen nicht, die kümmern jetzt um die Umwelt. Das ist natürlich um das Klima, das ist natürlich ja. ein spezieller Fall, das weiß ich auch. In der Presselandschaft steigt das Klima. Nur, was sind denn das für Sitten? Ja, ja, die Sittenfrage, gell? Die haben wir schon bei einem anderen Jungpolitiker auch gestellt, aber der ist jetzt eh zurückgetreten. Ich will nicht mehr. Ja, ja, nur bei jedem anderen Job, weißt? Kommst nicht, was du überlegt hast, ja, tut mir eh leid und hab das gemacht. Nein, Arbeit was. Ja. Interessiert mich nicht, was tust du da? Geht's auf Partys und erzählst Unwahrheiten in dem Rücken. Das ist definitiv wahr sein. What the fuck is this? Das geht nicht. Der fünfte Punkt. Mir wird vorgeworfen, dass ich mutwillig einem Journalisten Probleme machen wollte und dass ich mit einer Beschwerde zu Vorgesetzten gegangen wäre. Und jetzt muss ich schon klarstellen, ich bin niemals mit einer Beschwerde zu einem Chef, einer Chefin, der Personalabteilung oder so ähnlich gegangen, weil ich nie jemandem schaden wollte. So. So, der fünfte Punkt ist eigentlich mein Lieblingspunkt. Es gibt einen weiteren Fall, in dem Lena Schilling einem Mann fälschlicherweise Belästigung vorgeworfen haben soll. Weil ich habe mir gestern den Standard-Podcast Inside Austria angehört und da ist genau der Punkt relativ gut erklärt worden. Mhm. Und auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, das, was sie sagt, sie hat 100%ig recht, weil sie nämlich nicht zum Vorgesetzten, zum Chef oder zum Abteilungsleiter gegangen ist, sondern mutmaßlich einfach zu einem anderen Mitarbeiter dieses Mediums, das nicht genannt wird. Lena Schilling erzählt daraufhin zwei Mitarbeitern des Mediums, die sie persönlich kennt, von dem Chat mit dem Journalisten. Und es geht darum, dass sie mit einem Journalisten, der nicht genannt wird, aber verheiratet ist, hin und her geschrieben hat, ja, Chats. Und da ist ein bisschen flirty geworden. Demnach gehen die Avancen in den Chats zunächst von Lena Schilling aus. Der Journalist geht kurzzeitig darauf ein, und zwar so, dass die Unterhaltung die Grenzen des Professionellen deutlich überschreitet. Und dann hat der Journalist sich aber dafür entschieden, dass er das jetzt mit dem Flirty, also wir gehen jetzt wieder auf eine professionelle Ebene, das lassen wir jetzt, gell? Und dann hat er auch diesen ganzen Chat einmal liegen lassen. Mhm. Und mutmaßlich ist sie mit nur dem Flirty-Teil von diesem Chat zu anderen Mitarbeitern dieses Dings gegangen. Sie zeigt ihnen Screenshots der Unterhaltung. Allerdings nur die, in denen der Journalist unprofessionell auf ihre flirtigen Nachrichten reagiert. Und diese Mitarbeiter sind dann zu den Vorgesetzten gegangen. Die beiden Mitarbeiter informieren daraufhin ihre Abteilungsleitung. Das heißt, auch hier hat die Lena recht, aber auch nicht wirklich. Ich bin niemals mit einer Beschwerde zu einem Chef, einer Chefin, der Personalabteilung oder so ähnlich gegangen. Und da ist es halt so, wo man denkt so, das gibt's doch nicht. Man, jetzt musst du ein Video machen, dass das Ganze vorbei ist und für mich startet das jetzt wieder von vorn. Und ich meine, ich wollte eigentlich nicht über diese Frau reden und jetzt sitzt sie da. In Wahrheit kreuz mich nicht mehr bei den Leuten, da ist ein Koch, das Klima. Klima, 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 Klima. Na, schon was bezeichnend ist, ist, dass das, was wird ihr vorgeworfen, ja? Dass man hinterm Rücken redet, dass man Leid beschuldigt, ja, dass es kleine Geschichten gibt, dort und da. Und man merkt, das ist ja so ein Video jetzt, wo man, nein, ich kann ja nichts dafür, das ist mir ja alles in die Schuhe geschoben worden, das ist ja alles behauptet worden, ich habe mich eh entschuldigt. Und da sehe ich irgendwie so raus, ja, genau so wird es halt gelaufen sein. Du wirst halt da irgendwo da schauen, der hat mir das da geschrieben, schau, wie das da ist. So weit, dass du bei einer Party irgendwie zum Würgen anfängst. Ja? Was war denn das Blödeste, was Sie in Ihrem ganzen Leben betrunken gemacht haben? Mama mia. Ja, ich glaube. Leute, das war jetzt ziemlich lang, aber ich glaube notwendig.
Ich bin nicht perfekt. Ich mache Fehler und ich mag daraus lernen. Und trotzdem, mein Herz ist politisch und es schlägt für eine bessere Welt. Und die möchte ich kämpfen und werde ich kämpfen. Am liebsten mit euch gemeinsam. Also danke euch fürs Zuhören, danke fürs Dasein, danke für den Support, den ihr mir in dieser schwierigen und ich glaube auch für ganz viele Menschen verwirrenden Situation gebt und gegeben hat. Ja, ja. Was meinst du mit verwirrende Situation? Dass man sich, dass die Grünen Doppelmoral erleben? Naja, nicht nur eine Doppelmoral, sondern auch eine, ich würde mal sagen, vielschichtige Interpretation von Wahrheiten. Das ist eine Mentalitätssache, wie man das sieht. Es gibt immer mehrere Wahrheiten. Ja, tu uns bitte vorn. Ja, weil wenn dir die Wahrheit sozusagen jetzt nicht so passt, dann findest du einfach eine neue Wahrheit, die für dich dann passt. Wie zum Beispiel bei verschiedenen Beispielen jetzt, wo man sagt so, also ich bin nie zum Chef gegangen. Stimmt, weil du nicht zum Chef gegangen bist, sondern zum mutmaßlich zum Mitarbeiter, wenn man dem Standard glauben darf und diesen Menschen, mit denen der Standard geredet hat. Ja? Das ist doch nicht möglich, das kann doch gar nicht sein. Also auch hier muss ich sagen, diese junge Frau hat sich jetzt mit diesem selbstgeschriebenen oder nicht selbstgeschriebenen Video meines Erachtens noch tiefer in die Scheiße geritten, als sie nicht vorher eh schon drinnen war. Mhm. Meisterleistung. Mhm. Absolute Meisterleistung. Okay. Wenn sie mag, ja draus lernen, hat sie gesagt. Ich frage mich, was sie da draus lernen will. Wie es nicht geht. Naja, ich finde die lustig, aber da auch die Wortwahl. Ich kann das sagen, schau. Ich bin nicht perfekt. Ich entschuldige mich. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Ja? Nicht, ich mag daraus lernen. Ich mag daraus lernen, hast gar nichts. Ja, aber das ist wahrscheinlich dieses, weißt, wenn man Politikerin ist oder wenn man Politiker ist, muss man da einfach sagen, so, man darf nie sagen, man hat was falsch gemacht, sondern man muss immer sagen, wir haben es nicht besser gewusst. Es ist richtig, dass natürlich mit Einführung der Impfpflicht es eigentlich rechtswidrig ist, in Österreich zu wohnen und nicht geimpft zu sein. Man hat nichts daraus gelernt, weil man will daraus lernen. Ja? Genau. Man ist am Weg. Man ist am Weg, genau. Und ich bin nicht perfekt. Ja, aber ich bin nicht perfekt bedeutet ja, dass da Fehler passiert sind. Ja? Ich habe da keine Entschuldigung gehört. Ich brauche mehr Details. Wir sind auch nicht perfekt. Na, wir können uns jetzt einmal grundsätzlich mal alles Gute wünschen. Alles Gute, gell? Auch der Lena, alles Gute. Auch der Lena, natürlich, weißt du? Also reden wir drüber. Und uns fragen, was wir in dieser Sendung gelernt haben. Wir haben gelernt, dass vielleicht diese ganze Sache mit dem, ich sage mal so, der Begriff der Wahrheit ist ein schwieriger, Fakten auch, weil es immer darauf ankommt, wer sagt, was man sagt, zu wem man es sagt, ob das stimmt, ob das nicht stimmt oder ob das vielleicht einfach eine andere mögliche Dimension hat. Wie zum Beispiel, ich habe so Chats oder so und dann kann ich jemanden unter Druck setzen. Neue Vorwürfe gegen EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling in Chat. Habe niemanden so sehr gehasst wie die Grünen. Oder ich weiß irgendwas über irgendwen und dann kann ich den vielleicht unter Druck setzen. Weißt? Und da muss ich sagen, das kennt man hauptsächlich, meines Erachtens, aus der Politik. Sorry, aber ich weiß nicht, woher es kommt. Du weißt was über wen und dann hast du ihn in der Hand. Ja? Und vielleicht könnte es sein, dass die Frau Schilling bei diesen Chats mit dem Journalisten sich vielleicht gedacht hat, ich habe jetzt was gegen dich in der Hand, zum Beispiel. Oder bei Gerüchten, die sie weitererzählt hat, hat sie sich gedacht, ich weiß was über dich, was die Menschen nicht wissen sollen, wie auch immer. Ich weiß es nicht. Aber es macht grundsätzlich kein gutes Bild, meines Erachtens. Weil jetzt bei diesem Video auch nochmal rauskommt, sie hat es nur immer nicht ganz heraus, meines Erachtens. Ich bin nicht perfekt. Aber sie kann ja noch daraus lernen. Gell? Sie mag lernen. Sie mag lernen. Ich mache Fehler und ich mag daraus lernen. Und auch hier muss ich nochmal ganz kurz sagen, danke nochmal ganz kurz an die Nicole, die uns, glaube ich, jeden einzelnen Bericht von der Lena Schilling und Podcast und so weitergeschickt hat. Wurscht von welchem Medium. Und daran stark beteiligt ist, dass ich den ganzen Schaß jetzt gehört habe. Und was? Es ist ganz, ganz bedrückend, aber danke. Dankeschön. Zum Schluss können wir uns fragen, was deine Schlussworte sein werden zur heutigen Schilling-Sendung. Du hast am Schluss jetzt noch was gesagt, sie hat es nicht raus. Und da stelle ich mir die Frage, wie läuft das? Ja? Sie ist eine Quereinsteigerin, oder? Genau. Ja, vielleicht lernt man das, so wie du sagst. Vielleicht lernt man das, wie nimmt man Chats auf? Ja? Wie speichert man das?
Wie schaue ich, dass ich wenn in der Hand habe? Wie schaue ich aber auch, dass ich geschützt bin? Ja? Vor gewissen politischen Gegnern oder medialen Gegnern, ja, in einer Zeitung oder sonst irgendwie. Und ich glaube, dass sie da unerfahren ist und dass man das da sieht, dass man da nicht mehr rauskommt. Mhm. Und wahrscheinlich ist es so was denn, wie es halt so abläuft. Du gehst früh zu einer Partei, dann studierst, dann gehst zur Burschenschaft, dann lernt man dann die Regeln, wie sowas abläuft. Und da sieht man bei ihr, dass das ja, in die Hosen gegangen ist. Steine vom Hörensagen, übers Hörensagen und noch einmal übers Hörensagen in den Weg gelegt zu bekommen, das ist schon ein seltsames Ding. Das ist offensichtlich so, weil diese erfolgreiche Kandidatur manchen ein Dorn im Auge ist. Und ich bin schon einer, der sagt, ja, sie muss ja da ehrlich sein, ja, und authentisch sein und sie entschuldigen. So wie du sagst, ja, das macht man in der Politik nicht, ja, macht man scheinbar auch nicht. Nur das wäre wahrscheinlich ein Weg gewesen, aus dieser Situation rauszukommen. Jetzt da hat sie so, spielt sie da ein politisches Spiel, weil sie sagt ja am Schluss auch noch, mein Herz ist politisch, wo ich mir denke, oh Gott, da wird mir kalt, wenn ich sowas her. Mein Herz ist politisch. Das klingt ein bisschen wie eine Krankheit. Ja, genau. Mein Herz ist politisch und es schlägt für eine bessere Welt. Lass sie untersuchen. Nur, dass sie das Spiel halt schlecht spielt, ja, dieses Politische. Mein Tipp wäre gewesen, sei authentisch und sei menschlich und nicht politisch. Ja, mein Herz ist menschlich. Das fällt wahrscheinlich der Politik. Und deswegen kriegen wir diese ganzen Geschichten da auch mit. Und was ich noch sagen möchte, ich will gar nicht wissen, welchen Politikern du was vorwerfen könntest, wenn du irgendwer mal die Gaschen aufmachen würdest. Ja. Glaubst du, was das für ein Sumpf ist? Und bei ihr sieht man das da jetzt leider. Ich glaube ja, dass gegen jeden Politiker ein bisschen was in der Hand ist, sonst wäre er nicht da, wo er ist. Aber auch das ist eine Theorie. Nein, natürlich ist es eine Theorie. Nach derzeitigem Stand ist das ein Ja. Naja, schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von der ganzen Sache haltet und ob ihr das Gefühl habt, dass ihr jetzt mit diesem Video von der Lena alles wisst oder maximal verwirrt worden seid. Wenn der X von der Y gehört hat, dass die Z dann aber, wenn der A am Weg zum B irgendwo... Und wieder ist ein haltloser Redenhalter nicht zu halten, weil wieder eine haltlose Rede zu halten ist. Liked dieses Video, schickt das jemanden weiter, der sich nicht auskennt mit diesem Thema, Schilling und so. Ich glaube, in Wahrheit hilft das niemandem. Abonnieren ist auch ganz wichtig, dann verpasst man kein Video. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Jetzt haben wir einen Scherben, auf das reparierst nicht mit einem Seidel. Da reicht's ja nicht zum Sagen, erst der Kiki ist ein Beidel. In Wahrheit gefreut's mich nimmer bei den Leuten, da ist ein Koch, das Klima. Klima!